Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV. Und unser SK Sturm hat auf dem Transfermarkt mal wieder zugeschlagen. Bam! Bryan Odemwingie kommt zurück nach Graz. Er verlässt Rizespor leihweise, zumindest mal bis Saisonende, und schlägt seine Zelte wieder an der Mur auf. Und ja, kommt eben dann zurück zu unserem SK Sturm. Der hat uns ja in der Vorsaison, in der Winterpause, Richtung Rizespor erst verlassen. Und ja, jetzt kommt er eben wieder zurück nach Graz. Nach der eben Erkrankung von Zulechner war ja da durchaus Handlungsbedarf. Günter Kreisler hat es ja durchaus auch gut auf der Pressekonferenz erklärt, dass eben, ja, da er durchaus etwas tun wollte, weil man eben, falls Allah etwas passieren sollte, verletzungsbedingt oder wie auch immer, dass man ja eben mit Eze und auch mit Schubert ein bisschen dünn aufgestellt wäre. Von dem her durchaus sinnvoll, die Leihe auf jeden Fall, auch eben für unseren SK Sturm, weil man auch die Möglichkeit hat, sich Odemwingie ein halbes Jahr lang anzusehen. Es hatte doch durchaus gedauert in seiner ersten Amtsperiode beim SK Sturm, bis er sich wirklich akklimatisieren konnte und dann wirklich ein sehr wichtiger Bestandteil der Mannschaft wurde. Und ich hoffe natürlich, wie wohl alle Sturmfans, dass es diesmal ein bisschen schneller geht und dass er der Mannschaft auch sofort helfen kann. Er kennt ja das Umfeld, er kennt den Verein, er kennt die Liga. Also von dem her sollte es da auch keine Anpassungsschwierigkeiten in dieser Hinsicht geben. Der zweite Transfer, das ist jetzt der richtige Hammer. Jakob Janscher ist zurück. Jakob Janscher unterschreibt bis 2021 bei unseren Blackies. Ich war von der Meldung richtig geflasht. Also ich finde es sehr, sehr geil, ganz ehrlich. Vor allem, weil Kreisel das ja wirklich sowas von raffiniert gemacht hat. Hat ja wirklich so nach außen relativ konkret erklärt, auch aus welchen Gründen, dass Janscher kein Thema wirklich für Sturm ist. Und dann... keiner hat was gewusst, die Journalisten nicht, die Fans nicht. Dann setzt er sich da bei der Pressekonferenz einfach mal so neben ihn. Also richtig, richtig coole Aktion. Und auch Respekt an Sturm natürlich an der Stelle, dass man wirklich den Mund gehalten hat und nichts nach außen gedrungen ist. Richtig coole, coole Sache, wie ich finde. Und natürlich zur Personalie Janscher muss man, glaube ich, gar nicht mal so viel verlieren. Die meisten werden ihn wahrscheinlich noch kennen eben. Hat vor einigen Jahren zusammen mit Daniel Beichler für Furore gesorgt bei unseren Blackies. Janscher ja eben aus der eigenen Jugend im Grunde und hat eben den Verein dann auch verlassen. Red Bull Salzburg war eine seiner Stationen, wo er auch sehr erfolgreich war, unter anderem dann auch bei Luzern und eben auch jetzt bei Rizespor. Dann eben auch seine weiteren Stationen im Ausland gewesen. Ich persönlich finde es natürlich toll, dass man Janscher zurückholen konnte. Er hat ja seinen Vertrag bei Rizespor aufgelöst vor einigen Monaten. Da gibt es zwar noch ein bisschen Unstimmigkeiten im Punkto Spielerlaubnis, was ich da so mitbekommen habe. Da könnte sich Rizespor theoretisch noch irgendwie querlegen, aber ich glaube eigentlich nicht, dass es ein Problem sein wird. Und wenn, glaube ich, wird unser SK Sturm das Ganze trotzdem ganz gut handhaben. Positionstechnisch hat man mit Janscher eigentlich, ich will es jetzt nicht zu hoch sterilisieren, aber wirklich so ein bisschen den Lotto-Sechser, was die Position angeht, einheimsen können. Denn Janscher kann eigentlich offensiv so ziemlich jede Position spielen. Er kann auf dem linken Flügel, rechter Flügel, Stürmer, hintere Spitze, offensives Mittelfeld. Also du kannst ihn wirklich überall hinstellen. Dazu ist er eben jetzt mit 29 Jahren auch in einem immer noch guten Fußballalter, wie ich finde. Und hat durchaus auch jetzt eben Erfahrungen im Ausland gesammelt, die unserem SK Sturm definitiv zugutekommen werden und können. Und dazu natürlich wirklich ein sehr guter Fußballer. Eben Tor des Jahres habe ich dann noch ganz dunkel in Erinnerung. Also wirklich, auf Janscher freue ich mich wahnsinnig. Ich glaube, dass er der Mannschaft auch hoffentlich sehr bald helfen kann. Er wird wahrscheinlich noch nicht eben bei 100% sein. Mal schauen, ob er gegen Mattersburg schon im Kader ist. Da lasse ich mich einfach überraschen. Da wird es sicher genauere News dann noch geben. Also auf jeden Fall freue ich mich über diesen Transfer sehr, sehr, sehr. Und ich finde es auch sehr gut, eben, dass unser SK Sturm nicht wie in den letzten Transferperioden, gerade in der Winterpause, an Substanz verloren hat, sondern wie Günter Kreisel es passend auch gesagt hat auf der Pressekonferenz heute, man hat eigentlich an Substanz fast gewonnen. Man hat eben für Lyko jetzt Schrammel geholt. Das muss man abwarten, ob er wirklich ein würdiger Ersatz ist für die Position von Lyko. Aber ich glaube, in der Offensive, da hat man auf jeden Fall zulegen können, eben
eben mit Edom Wonji, der auf jeden Fall zumindest ein sehr guter Backup sein wird für Danny Allah oder vielleicht auch an seiner Seite stürmen wird, mal schauen. Und eben mit Janša, den du auf jede Position eben in der Offensive stellen kannst, wie man will. Also Heiko Vogel hat wirklich die Qual der Wahl. Das bin ich eigentlich nur von FIFA gewohnt, muss ich ehrlich sagen. Und ja, finde ich richtig cool, die ganze Aktion, und das macht mich jetzt eigentlich auch nur noch mehr kribbeliger, wirklich so auf die auf den Frühjahrsstart eben in Mattersburg. Ich hoffe, dass unsere Jungs da richtig geil und richtig heiß drauf sind und dass sie einfach ja die Burgenländer auffressen werden, ganz einfach, und da einfach drüber fahren. Tja, und dann kann ja einem erfolgreichen Frühjahr kaum was im Wege stehen. Vielleicht noch ganz kurz erwähnt, einen Abgang gab es auch bei unseren Blackies. Luan verlässt unseren SK Sturm leihweise zum SKN St. Pölten. Der aktuell Tabellenletzte der österreichischen Bundesliga hat sich die Dienste des 21-jährigen Brasilianers bis Saisonende gesichert. Ich glaube auch, dass das sehr sinnvoll für beide Seiten ist. Luan bekommt möglicherweise Spielpraxis und ja, unser SK Sturm, beziehungsweise St. Pölten natürlich, Blödsinn, St. Pölten, ja, wird auch eben einen jungen, hungrigen Spieler bekommen, der durchaus talentiert ist. Also ich glaube auch, das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Also von dem her macht das auch auf alle Fälle Sinn. So, in diesem Sinne war es das dann natürlich auch schon gleich wieder von mir. Ihr könnt mir natürlich liebend gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu diesen Transfers sagt. Edom Wonji und Janša eben neu bei unserem SK Sturm. Bei Edom Wonji hat es sich ja schon abgezeichnet über die letzten Tage, aber Janša eben durchaus eine Überraschung für, ich glaube, fast alle. Und ja, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Macht es Sinn? Ja, übertreibe ich da auch so ein bisschen mit meiner Feierlaune? Ich finde es, wie gesagt, richtig, richtig geil. Also sagt mir, was ihr davon haltet. Und ja, ich bin dann einfach mal gespannt, wie sich das Ganze weiter bei unseren SK Sturm in der Transferphase noch entwickelt. Von dem her wünsche ich euch noch was. Einen wunderschönen Abend. In diesem Sinne noch euer Elias. Auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.